Attraktiv das Star-Magazin wird Ihnen stark schön präsentiert von Stilar-Friseure, Leidenschaft für Ihr Haar. Es ist Donnerstag, der 2. Februar 2012. Es ist 18.30 Uhr. Hier ist attraktiv das Star-Magazin. Ich bin Jurassic Parker und eine wunderschöne Prinzessin. Heute schnapp ich mir meine Trauzeugin Frau Loch und wir gehen endlich mein Brautkleid aussuchen. Wird ja auch mal Zeit. Stark. Hallo, ich bin heute endlich im Brautmodengeschäft bei Cruz Brautmoden hier am Spittelmarkt. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Es sind so viele schöne Kleider und ich bin ja eine Prinzessin von Hause aus. Und heute lasse ich mich mal so richtig verwöhnen. Ding, Dingchen. Auf gar keinen Fall. Da sieht man ja gar nichts von meiner schönen Figur. Das sieht ja die Tine Wittler an. Naja, so ist er halt, die Parker. Ne? Überlegt sich dann immer alles nochmal dreimal. Wir hatten das ein ganz tolles Kleid schon ausgesucht vor einigen Wochen. Aber jetzt möchte sie nochmal neue Kleider vorgeführt bekommen und schwer zufriedenzustellen, die kleine Parker. Also die Frau Loch, die soll sich jetzt mal nicht so haben. Ich meine, dafür bezahle ich die ja schließlich, dass die mich prinzessiert. Und da muss sie jetzt einfach mal durch. Aber wir haben ja jetzt was Schönes gefunden. Und ich freue mich jetzt richtig auf diese schöne Showbühne, weil da gehöre ich ja auch hin. Ha! Mein kleines Elefantenrüsselchen, ich eile zu dir, schön und wahnsinnig prinzessesk. Ich bin ja noch schöner als sonst und ich habe gar nicht gedacht, dass das noch funktioniert. Aber so schön war ich, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben. Ich brauche jetzt Juwelen. Wo sind denn die Juwelen? Naja, bitte. Das ist doch jetzt mal ein Outfit, ja? Weil ich meine, das wertet ja einfach auch jedes Dekolleté ungemein auf, wenn man da noch so ein paar Klunker dran hat. Das klimpert ja. Aber ich muss mir noch die Brust rasieren, glaube ich. Also gerade jetzt für die Hochzeit. Sollte man für so ein Kleid einfach auch mal in Kauf nehmen. Na und 36 passt, 32, 28, passt, 0, 0, ja, ich komme ja gerade aus Eritrea, da war Fashion Week und da tragen sie ja alle. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Hochzeit ja, und alles, alles Gute. Ach, vielen Dank, das ist so freundlich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Gerne. Tschüss. Wiedersehen. Ich leite jetzt sehr gerne über zum Promi-Flash! Frau Baster, was sagen Sie denn eigentlich zur anstehenden Hochzeit?
Also, ich muss wirklich sagen, diese angebliche Hochzeit ist doch nur ein einzig aufgeblasenes PR-Event, mit dem beide versuchen, in die Presse zu kommen. Ich kenne diese Frau Parker nur aus dem Bildungsfernsehen, aber ich habe den Eindruck, dass sie komplett den Bezug zu der Realität verloren hat. Ich bitte sie, ein Transvestit, der einen Pornodarsteller heiratet, das ist ja ekelhaft und wieder. Ach gut. Danke. Patent? Patent. Und zwar doppelt und dreifach. Mensch, ich hatte einen Stress in letzter Zeit. Der ist jetzt aber glücklicherweise vorbei. Ich habe nämlich in die Haushaltspflege investiert und mir beim Homeshopping so einen Haushaltsboy bestellt. Der hat mich bislang ja so gar nicht interessiert. Seitdem es den aber auch ohne Sprachfunktion gibt, ja, musste ich einfach zuschlagen. Das ist das Modell Kevin 1007-X300, ein 4-Sterne-Deluxe-Modell. Und der kann alles. Der ist solarbetrieben, sogar von der Steuer absetzbar. Und der bügelt, der macht die Wäsche, der wäscht ab, ja, der wischt Staub. Alles kann, der ist total super. Naja, jedenfalls gibt's den auch noch mit Kochfunktion. Aber ich als Vollblutmutti bin daran natürlich überhaupt nicht interessiert, weil ich weiß ja wohl am besten, was meine Kleinen gern auf dem Teller haben mittags. Naja, aber ich verrate euch jetzt mal was. Ich habe mir neulich im Late-Night-Shopping was dazu gebucht. Wenn ich jetzt im Sommer wieder in mein Lieblingsnudistenhotel fahre, dann kann ich den einfach mitnehmen. Patent! Die halbe Minute Hass. Seit Tagen sind hier minus 38 Grad, Ihre Heizungen, die funktionieren noch schlechter als das Krisenmanagement von dem Wolf, ja? Und mein Haushaltsboy ist mittlerweile komplett in der Ladestation eingefroren. Was? Na, sagen Sie mal, wie reden Sie denn mit mir? Sind Sie die Hausverwaltung oder ich? Die blöde, aufgeblasene Wachtel! Haben Sie überhaupt einen Schulabschluss? Die Dummheit, die tropft da aus dem Telefon raus. Mir wird schlecht, wenn ich sie anhören muss. Hallo? Ja, wie, Sie können da nichts machen. Soll ich Ihnen mal sagen, was Sie da machen können? Sie wissen überhaupt nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Wie reden Sie eigentlich mit mir? Hallo? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hat die Blute aufgelegt. Herzlich willkommen bei Ihrer Hausverwaltung. Sie rufen leider außerhalb unserer Gesprächszeiten an. Und das war's auch schon wieder von mir. Nicht vergessen, am Donnerstag, den 15.03. feiern wir alle zusammen meine große Hochzeit mit Tim Krüger. Um 21.30 Uhr startet die große Aftershow-Party im Schwutz mit 15 Stars auf meiner Showbühne. 12 DJs sind mit im Gepäck und noch viel mehr. Also komm, aber wir sehen uns jetzt erstmal nächsten Donnerstag. Und so lange gehe ich noch ins Rauschgold, schön an Tresen. Und trink 8 bis 12 Schnäpperkin. Ding Dängchen. Oh. Parker, hallo? Hallo Jurassic, du, ich hab jetzt Feierabend, was willst du? Ja, ich hab schon gehört, du hast Stress mit deiner Hausverwaltung. Sag mal, warum hast du dich denn da eigentlich so mädchenhaft? Ja, entschuldige mal bitte, wir haben es doch nun mal so dicke. Kauf die doch einfach auf. Kauf die auf! Du, sag mal, was ganz anderes. Hast du schon gehört, dass bei meiner Aftershow-Party am 15.03. da wird der Tim Krüger ja auch unten ohne auflegen. Ja, 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 ja.